das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ja, das hoffe ich auch. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play The Last of Us. Mit mir, den Xern. Und mit zwei neuen Mitgliedern. Einmal Sam und Henry. Ja, und Ellie auch wieder dabei und Joel. Und mal gucken, was wir heute so Schönes erleben werden. Oder so Unschönes. Oh, hier liegt auf jeden Fall noch eine Schraube. Die will ich haben. Oh, schönes Modell. Von Pittsburgh. Wir sind ja in Pittsburgh, wa? Genau, wir kommen aus Boston und im Moment sind wir in Pittsburgh. Alles klar, Henry scheint zu wissen, wo es lang geht. Ich gehe mal kurz nach oben, Henry. Ja. Schön, wie die Kinder mir hinterherkommen. Auf Henry will keiner hören. Ich bin halt der Coole. Bei Henry darfst du keinen Roboter mitnehmen. Das haben wir ja in der letzten Folge herausgefunden. Spielzeug ist bei dem nicht erlaubt. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Teamwork, Henry? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Das ist eine sehr gute Idee. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Stirb's jetzt! Genau so. Gut, okay, kommt alle weiter. Ich würde mich gerne mal noch ein bisschen umschauen. Was macht ihr denn hier? Achso, ihr seid in Deckung gegangen. Wurde da jetzt nicht etwa entdeckt? Nee. Die werden überrannt gerade von Klickern. Oh oh. Mann, ich komme gar nicht dazu, mich umzusehen. Leute. Schere. Mann, ich drücke mal Start. Das geht mir so hart auf die Eier. Klicker, 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 Klicker. Also solange sie nur die Bösen angreifen, ist alles in Ordnung für mich. So, ich muss da jetzt nicht raus, oder? Ich will nicht. Da drüben, da! Hm. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Joel, der ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Hey, hörst du? Ficker! Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Ah, scheiße, da ich keinen Stein habe, da würde ich die nämlich zu denen locken. Das war eine scheiß Idee. Der Scheinwerfer schön auf mich gerichtet. Wir teilen!
war eine richtige, richtige Scheißidee von mir. Ja, so macht man's nicht. Ja, schieß doch mal, Henry. Och nee, komm. Dein Ernst, Henry? Ist das dein Ernst? Also ich dachte, ich bin ja blöder, aber Henry ist doch behinderter. Und damit will ich nichts gegen Menschen mit Behinderung sagen. Hätte vielleicht mal beschränkt sagen sollen. So. Mann, ich brauch... Fuck! Ich brauch einen Stein, dass ich den irgendwie nach vorne locken kann. Das geht mir so hart auf die Eier, der Scheinwerfer. Und Henry, vielen Dank für nix, ja? Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Ja, den sehen sie nicht, Alter. Der hopst hier rum wie Super Mario. Scheinwerfer geht mir so hart auf die Eier. Na, komm ruhig her. Und ich hoffe, du übernimmst den anderen, Henry. Einmal mit Profis, ey. Ich brauche Deckung. Ich gehe. Fuck. Henry, vielleicht mal auf den anderen schießen, danke. Ey, ich bin gleich tot. Der Henry ist zu nichts zu gebrauchen, ja? Nicht verlieren! Hey, er ist hier drüben! Hinter dem Auto! Ja, Henry, mach mal was. Los, Deckung! Fass es nicht. Bin dabei! Kriegst du auch? Alter. Okay. Geschafft. Henry, du bist nicht sehr clever, habe ich das Gefühl. Gut, ich hätte das auch besser klären können, aber Schleichen hätte nicht funktioniert, also eine Konfrontation wäre nicht auszuschließen gewesen. Und von daher, aber ich
habe irgendwie das Gefühl, dass die PC-Version ein bisschen schwieriger ist. So. Also, ich habe das Gefühl, dass der ganz schön viel, dass er irgendwie mehr Damage bekommt als in der PlayStation-Version. Halt. Hey, sie sind hier drüben! Oh nein. Ja, fuck you. Erledigt. Ja, Henry. Ey, ich fasse es ja nicht, dass ich das noch miterlebe. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Schneller, schneller. Belly, der hab dich. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal und los! Ja, auf dich ist Verlass, Mädchen. Auf dich ist Verlass. Oh, Ellie, ey, du bist... Weiß nicht, was ich sagen soll. Scheiß auf die anderen beiden, ey, ungelogen. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Alter. Auf Ellies Verlass, ohne Scheiß. Die ist nicht so blöd. Ich mag den irgendwie nicht, den, fuck, Alter. Henry hieß er, genau. Hab ich noch was zum Werfen? Es wird doch langsam schwerer mit dem Sneaken, weil die immer schön zusammenbleiben, die Arschbacken. Trennen sich irgendwie gar nicht mehr. Du hast hier gar nichts gesehen, Alter. Komm her und stirb wie dein Kollege. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Fuck! Los, gib es Deckung. Okay. Nein! Gleich hier! Ich klopf. Ich brauch Deckung! Okay! Er darf nicht entkommen! Überraschung! Nein! Ich hab!
Du hast hier gar nichts, Alter. Komm raus, du Mistkerl! Meinetwegen! Hey, Mann! Schulen im Sieg. Kein Scheiß, okay? Genau. Schöne alte Kopfnuss. War das alle? Sieh nach, ob du was findest. Nicht schlecht, was? Also, Ellie, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wa? Die ist echt Hammer, Alter. Die hat uns nicht im Stich gelassen, wie die anderen. Ich mag den Henry nicht. Ja, lass mich doch erstmal alles durchsuchen, ey. So, die brauchen wir dann auch gleich irgendwo. Ja, ich weiß, aber ich will doch erstmal alles durchsuchen. Ich hab schon wieder so viel Munition verballert. Pistolenmunition habe ich gar nicht mehr. Kriege ich auch irgendwie gar nicht mehr. So, Mädels. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Wo schiebe ich jetzt das Ding hin? Oder muss ich es einfach nur wegschieben? Ich muss es einfach nur wegschieben. Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Ich glaube, der braucht jetzt erstmal eine Rückenmassage. Hammer Joel. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht bist zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Schon gut, ich bin okay.
Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Naja, wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Ja, darf ich jetzt auch mal was sagen? Dankeschön. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Alles klar? Er hat uns geholfen, ja, okay. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ich gehe jetzt aber erstmal hier zum Schiff, Henry. Aufhören? Ja, tu. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Ja, Joel hat so langsam meine Denkweise. Das finde ich supi. Was? War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Ja, Boot ist ja, wollte ich gerade sagen, ey. Das ist ja. Das kannst du ja nicht Boot nennen, Alter. Das ist. Hey, Ali! Ich glaub, wir haben was. Vorhin ist das ein Kutter, oder? Ein Kutter, so ein Fischkutter. Achso, hier. Noch ein Comic für Ellie. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Savage Starlight, Antiteilchen. Buch 11, Antiteilchen. Bei einem Navigationsfehler springt die von Neumann in die Corona eines weißen Zwergsterns. Der Schaden ist gewaltig und die Anspannung unter der Mannschaft hoch. Da das Tarngerät zerstört wurde, muss das Schiff sich in einer nahegelegenen stellaren Geburtsstube verbergen. Nach Danielas Fehler wird die Mannschaft Daniela nicht mehr so leicht vertrauen. Es bleibt ihnen aber nicht viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen, denn Zeit und Sauerstoff gehen zur Neige. Schade, jetzt habe ich die anderen gar nicht vorgelesen. Guck mal, das ist ja eine süße Figur hier. Okay, lesen. Es sieht so aus, als wäre ich aus dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich zum Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Finde ich ja cool. Hat der versucht, hier mit dem Schiff zu überleben. Hatte quasi keine Vorräte mehr. Und ist dann zurück an Land, weil er nichts mehr zu essen hatte. Aber ein Schiff ist natürlich auch eine coole Idee auf eine Art. Wenn es sich dann irgendwann beruhigt, die Lage, bist du auf dem Schiff definitiv safe. Aber wenn es kein Ende mehr nimmt, dann gehen dir irgendwann die Vorräte aus. Obwohl, man kann ja angeln, wa? Aber Wasser, weiß ich nicht, ob das jetzt Trinkwasser ist oder Salzwasser. Ja, Wasser braucht er halt. Aber so könntest du ja eigentlich von Fischen leben. Aber Wasser geht halt irgendwann zur Neige. Selten ist Süßwasser, aber ich glaube, der Ozean hier ist Salzwasser. Kenne mich da auch nicht aus, aber Salzwasser saugt ja den Körper quasi aus. Davon kannst du ja nicht leben. Oh! Aber ich bleibe bald über die Eisenstange. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Hätte ich fast. Und Joel. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind.
Da hast du recht. Ja, das glaube ich auch, aber die 24, die, aber der Henry, der hat so, ich will nicht sagen, dass er böse ist, ja. Ich weiß es ja auch, ja. Also, ich will jetzt auch nicht spoilern. Deswegen, ich denke mal nicht, dass er böse ist, aber er hat trotzdem so seinen eigenen Plan. So, er verfolgt sein Ziel und will halt seinen Bruder beschützen, was ihn ja ehrt, ja. Aber er scheißt dadurch, also er würde es für seinen Bruder quasi töten. Und er geht halt über Leichen für seinen Bruder. Er fährt so ein bisschen so seinen eigenen Film. Und scheißt dabei auf Verluste. Also er denkt nur an sich quasi und seinen Bruder. Und naja. Aber dazu steht er ja auch. Also ist ja jetzt nicht so, dass er uns was anderes erzählt hat. Er hat ja auch so dem. Er hat sich ja auch dementsprechend gerechtfertigt. Und ja. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Aber er hilft ja auch sehr. Ja, also er schießt nicht gut, aber er weiß den Weg, er weiß, wo Sachen sind. So, das ist ja auch schon mal ganz hilfreich. Aber ich finde ihn trotzdem so ein bisschen, naja. Also, er ist irgendwie komisch. Also ich mag ihn. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht mag. Keine Ahnung, warum. Man muss ja nicht jeden mögen, okay, so, ja. Zusammen. Na los, packen wir es. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ja, also der hat sich so mit der Robotergeschichte bei mir ganz schön unbeliebt gemacht. In der letzten Folge, ihr erinnert euch, aber wo ich ihn aber auch teilweise recht gebe, aber ja, aber ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, wie man in so einer Situation reagieren würde oder wie man drauf sein würde zu seinem kleinen Bruder. Ich persönlich habe keinen kleinen Bruder, ich habe noch einen großen Bruder und ich war auch noch nicht in so einer Situation. Ich kann dabei auch gar nicht sagen, wie ich auf sowas reagieren würde, ja, aber ich denke mal schon, dass er nicht Unrecht hat, ja, aber irgendwie fand ich es doch nicht so, es hat mich ja, es fand es halt nicht sympathisch, wie er halt mit seinem kleinen Bruder da umgegangen ist mit einem Roboter, aber ich finde es teilweise richtig, dass er Recht hat und nicht sympathisch, aber ja. Wir sollten uns hier umsehen. Wir gehen hier lang. Aber ich finde ihn einfach, ich weiß nicht so, irgendwie, ich mag ihn halt nicht. Das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, falls das jetzt irgendeiner denkt, ja. Gott sieht keine Farben, ja. Aber wir haben keine Wahl. Hier kann doch Ellie durchkrauchen. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Oh, yes. Oh, dicke Ratte, Alter. Auf den Grill damit. Abendessen für alle. So, ihr beiden, was macht hier ihr? Lang. Bist jetzt, hier der Chef, oder was? Gleich hier. Das glaube ich aber nicht. Dachte gerade, der Henry hat Stiefel an, aber das ist nur seine nasse Hose. Schöne Lackstiefel. Nein, das ist nur seine nasse Hose. Ellie? Ich hab schon eine Idee. Ja, ihr könnt ja lesen, was sie sagen. Ja, ich glaube, ich muss hier irgendwo auf die andere Seite, oder? Ist nix. Da ist auch nix. Da müssen wir hin, okay. Oh, hier komme ich doch runter, oder? Nee.
War ich wohl ein bisschen zuvor eigentlich. Ach, guck mal, Ellie ist auch schon wieder da. So, was machen wir denn jetzt? Muss ich wohl doch irgendein Brett finden oder so. Er kommt hier hoch, was ich aber nicht glaube. Ich komm nicht an. Okay. Muss da irgendwo was sein unter Wasser. Es ist, sonst will mir das Spiel immer Tipps geben, aber jetzt? Nö. Warum auch? Henry, hast du eine Idee? Nee, nicht Henry, Sam. Das war so ein Rad, kann ich da dran drehen? Ich nicht. So. Warum bin ich so dämlich? So dämlich. Aber Leute, ich muss auch cutten. Dann werde ich mal kurz überlegen, wie es hier weitergeht. Und ich würde mich sehr über Liebe freuen, indem ihr das Video teilt, indem ihr das Video liked, indem ihr was Nettes runterschreibt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis dahin sage ich ciao.